Da Willst oben du wissen, wo die rechts. Mobfalle ist, Längern? Da oben Ja, rechts. die mit der Lava. Da oben. Schön, dass du dabei bist und willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute Fromage! Craft Attack mit Zander und Early Boy. Guten Tag. Ja, hallöchen! Ich will Fromage spielen, ich mag Fromage. Wie Fromage man sieht, ist besser. Hab nichts gemacht, aber 20 Tode. Ist schon mal gut. So sieht's 20 aus. Also. Dank Pet. Ey, nein, ich hab Sachen. Geh weg. Sachen, die will ich auch haben. Nein. So, komm mal mit. Wir fangen jetzt mal mit so einer kleinen Stadtrundführung an. Genau. Ich würde sagen, am besten kann man das immer noch beobachten, wenn man. Guck mal, stell ich mal hier hin. Ja. Siehst du da oben? Siehst du das da oben, die Lava? Ja, das ist das Totenkopf-Imperium. Und von da aus kann man eigentlich sehr, sehr gut in die Stadt auch reingucken und halt auch zu Porkchop Media und so. Wo bist du? Ich glaube, ich habe schon Kartoffeln. Komm mit, ich habe genug Kartoffeln. Okay, ich hab Diebstahl! No. Ich hol mir mal eben Brot, ich habe sonst nichts mehr zu essen. Pass auf. Also hier kommst du einfach zu meinem Haus, ne? Ja. So, hier hoch, hier lang. So, und dann kannst du hier rein und dann gehst du hier nach oben durch den Aufzug. Und bitte nicht rechtsklick machen. Also, linksklick machen? Linksklick meine ich. Nicht linksklick machen, gut, um Minecraft abzubauen. Ja, Early Boy, der saß mal in Minecraft fest und dann, was die erste Möglichkeit, die man machen kann, das Minecraft zerstört. Ich hab einen Grafikfehler. Sehr gut. So, okay. Ah. So, von hier aus kannst du mich jetzt richtig cool gucken. Wenn du jetzt nämlich hier mal guckst, wenn du jetzt geradeaus guckst, also da oben siehst du das Orange, hast du Optifine drin? Nee. Okay, egal. Dann, also oben rechts das Orangene siehst du ja, ne? Oder nicht das Orange, sondern dieses hellrote Holz. Ja, genau. So, das ist von Bergmann, das Haus. Okay. Und dieser lange Aufgang ist auch zu Bergmanns Haus. Ganz oben, wo Dena, also da, wo die ganzen Melonen sind. Das sind Melonen? Da wohnt Dena, das hat Parkshop Media gemacht. So, da drunter das Haus, das ist von Revi. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum, seit wann der so gut bauen kann. Da links daneben. Ja, das ist auch neu. Das ist das Haus von Rotpilz. Ja. Die beiden Häuser sind sozusagen verbunden. Dann, wenn du ganz da unten gehst jetzt, von da aus, dann siehst du da so ein kleines Tor, was zugebaut ist, ne? Das? Was? Wo? Da unten, wo die Sugarcanes auch drin sind. Das siehst du ja leider mit Optifine nicht so gut. Da, wo gerade Dingens rumläuft, Vive. Ja, ist ja egal, auf jeden Fall ist da das Stadttor. Achso, okay. Genau, da werden noch so ein paar Dingens reingebaut. Da rechts das Haus. Siehst du das mit den Hängebrücken? Das ist das Haus von Kunga. Okay. Ja, ist auch richtig schön geworden jetzt mit den ganzen Hängebrücken und so. Finde ich richtig toll. Und ja, genau. Und hier ist halt mein Haus. Da Willst oben du rechts. Wissen, wo die Mobfalle ist, Längern? Da oben rechts. Ja, die mit der Lava. Da oben Leute, rechts zugebaut. Das Schiff, das ist von Early Boy. Okay. Ja, da kommst du auch relativ einfach hin, wenn du halt hier über die Treppe gehst. Komm mit. Direkte Verbindung quasi. Das mit der Lava genau. Ist weggebaut. Okay. So. Ja, das habe ich zugebaut. Das Scheiße, damit immer Leute getrollt werden. So, und dann hast du halt hier das Schiff von Oliver. Und wenn du jetzt hier lang gehst, dann kommst du zum Haus von Porkchop Media. Ich zeig dir es aber ganz kurz. Ja. Ich sag dir nur eins, Porkchop Medias Haus zu betreten oder Fläche zu betreten, ist wirklich tödlich. Ja. Also du musst wirklich mit dem befreundet sein, weil sonst kriegst du Kopf ab. Brauchst also nur, da nur 10.000 Blöcke davor stehen und die schießen dich sofort ab. Ja, so die ist schießen das erst und fragen dann. Nee, so ist das jetzt nicht. Die fühlen sich aber von erstmal generell von jedem bedroht. Von mir, ich hab nichts. So. Ja, genau, das ist egal. Die fühlen sich erstmal von jedem, der guckt, fühlen die sich bedroht. So, und wenn du jetzt hier hingehst, dann siehst du hier, ne? Richtig schön, das Haus von Porkchop Media. Also das ist richtig geil. Hier ist erstmal so die Farm. Ja. Mit so einer kleinen Windmühle. Da hinten ist das Haus und da ist halt der Aufzug links. Fuck, ich hab schon kein Essen mehr. Moment. Hier, komm her. Oh ja, Kartoffeln. Ne? Geil. Genau, also jetzt hast du im Schnelldurchlauf alles gesehen, weil wenn man jetzt alle Stunden lang zeigt, dann ja, ist das gut, dann, das dauert ein bisschen sehr lange. Dann dauert das lange und dann, wir wollen ja deinen Zuschauer nicht langweilen, deswegen würde ich sagen, rüsten wir dich jetzt erstmal aus, damit du hier nicht mehr 20 Tode sterben musst in einer Aufnahme. Fuck, wie kommt man hier runter? Hier. Also krieg ich volle Diamantsachen und alles und Diamantschwert. Nee, Diamanten sind sehr, sehr rar hier in der Welt. Kannst du dir vorstellen, jeder farmt Diamanten. Ich habe gehört, Petrit und Dena haben schon getauscht, Diamanten gegen Döner und so. Ja, einmögen Scheiß. Ne, das war ein Rotpilz, glaube ich, oder? Ich meine, also auf jeden Fall Dena. Ja, stimmt, das kann sein, aber auf jeden Fall genug Dena. Petrit wurde auch gehandelt. Hier wird knallhart gehandelt mit Diamanten. So, du kriegst jetzt erstmal eine komplette Eisenrüstung. Dann komm mal hier. Moment. Komm mal hier hin. Er hat sich zwei Blöcke Lapis Lazuli gegönnt.
Irgendwer. Ich habe gar nichts gemacht. Nee, steht hier oben. Ah, oh, danke, ja. Du kriegst eine Eisenrüstung, du kriegst eine Eisenrüstung. Ja, der kriegt eine Eisenrüstung. Yay, ja. Du! Dankeschön. So, und als Willkommensgeschenk, weil du so ein, weil du so ein ganz toller bist, kriegst du jetzt sogar noch was ganz Besonderes. Ja, hier kann ich schon mal wertvolle Sachen reintun in die Ender Chest. Kartoffeln, die brauche ich noch. Hier. Zack. Oha, dankeschön. Die Sticks kannst du auch noch behalten. Ja. So, siehst du, jetzt hast du schon mal ein Dia-Schwert. Das ist jetzt, also da brauchst du die einfach. Normalerweise hätte ich dir das jetzt nicht gegeben, aber da brauchst du die ernsthaft, weil... Guck mal hier, ich schenke dir auch noch was. Ja, Redstone und Lapis. Das habe ich gerade über, ich weiß nicht, wohin damit. Locker von Zander geklaut. Ja. Hier, pass auf, hier kriegst du noch, falls du irgendwann mal das brauchst, 16 Eier, damit kannst du dir Hühnerzucht bauen. Eier, wir brauchen Eier. Und habe ich noch irgendwo was zu fressen für dich? Hast du ein Eisenschwert? Ne, ich hab Diamantschwert. Hier hast du 22 Eisen in der Kiste, wenn du brauchst. So, und hier, 20 Kartoffeln kriegst du auch von mir. Hier hast du Pisten, okay. Also wenn du was brauchst, kannst du dich an diesen Kisten hier bedienen, klängern. Okay, dankeschön. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt hast du ein kleines Start-Equipment bekommen. Jetzt das kann ich schön. Ziemlich fresh, ja, versuch mal, ich hab ein verzaubertes Schwert, du Würstchen. Sander, guck mal da runter, stell ich mal hier hin. Klängern, ich fress dich da oben. Ja, was? Ein Schiff, guck. Man erkennt, dass es ein Schiff ist. Zander hat's gesagt. Ach, geh doch kacken, Mensch. Willst du wissen, was das Schönste ist, was ich bis jetzt in Craft Attack gebaut habe? Soll ich dir sagen, wo du jetzt bauen kannst? Pass auf, stell dich mal hier hin und guck mal richtig da jetzt so hin. Ist das bei dir alles schon geladen? Ja. So, und jetzt sag mir mal, wie bewertest du diese Stelle? Workshop Media tötet dich, da, wenn du da brauchst. Unten in der Mitte. Okay, pass auf, siehst du da, wo der dicke Wasserfall runterfließt? Ja. So, da in diese Höhle will ich mich reinbauen oder auf die, rechts auf die Plattform will ich mich bauen. Das Schöne ist, dass ich auf jeden Fall da einen Minecraft-Gang hinbauen möchte. Eigentlich wollte ich mich da hinbauen, aber weil du so ein toller Junge bist, habe ich mir gedacht, darfst du da bauen, von mir aus. Also, ich habe mir das eigentlich gesaved mit dem Rotpilz, aber ist egal, wir bauen da sowieso erstmal, dauert bis wir da bauen. Also, das will ich dir vorschlagen, weil das so eine schöne Stelle ist und du halt nicht direkt im Dorfzentrum bist, wo dir dann alle Leute auf den Sack gehen. Ist voll hübsch, ich mache erstmal Screenshot. Das ist geil, ne? Die Versuchung ist so groß. Nein, nein! Oh, das Nütchen. Ich guck gerade, ich glaube, da ist ehrlich am besten. So ganz am Spawn, also ich bin ja relativ nah dann. Ich komm mal runter. Ja, ist auf jeden Fall nah und den Weg, den kannst du ja locker easy ausbauen. Moment, da oben ist Pogchop Media. Kein Problem. Dann kann ich mit denen machen, oh, die sind so effektiv, ne? Ich geb dir einen Tipp länger, ne? Ja. Wenn du lange leben willst hier, nimm dir einen Wassereimer mit. Oh nee, Early Boy, jetzt sag nicht, du hast da wieder Wasser hingesetzt. Was, das fließt doch wieder ab, man. Musst du nur irgendwie halt nach unten kommen. Wo muss ich hin? Hier, aua, doch nicht. Aua. Weil es sind hier einfach so viele Berge und du musst immer und immer wieder irgendwo runterspringen. Und es ist einfach Moment, praktisch, wenn du einen Wassereimer dabei hast. Wo meintest du denn jetzt genau? So wie Early Boy einfach überall random Wasser hinsetzt, damit immer alles zerstört wird, was man hier baut. Hier was baust denn, du noch gar nichts. Da oben mache. Da geht auch. Nee. Ich bin gerade dabei, Birch Saplings anzupflanzen. Organisier mir gerade Holz, hier hat nämlich keinen vor. Also du meintest, warte mal, ich gehe jetzt mal dahin, wo ich glaube, dass du meintest. Ey, Early Boy, warte mal, stopp. Early Boy, du sammelst jetzt nicht hier das Holz ab, oder? Willst du das haben, oder was? Ja, kann das sein, dass das jemand hier extra hingepflanzt hat? Dann pflanze ich das gleich neu. Ja, Junge, vielleicht brauche ich. Oh, Junge, vielleicht brauche ich das gleich. Brauchst du genau dieses Holz oder kannst du auch anderes? Ich brauch dieses Holz und ich brauche Birchholz, was ich gerade am Pflanzen bin. Hast du anderes Holz, Oakwood oder so? Ich brauche irgendwas für unterwegs, weil unterwegs brauche ich immer ein bisschen Holz dabei. Ja, warte, ich gebe dir das gleich komplett. Ich brauche da. Muss ich gucken, was ich noch habe. Warum wächst denn jetzt der Baum nicht, ey? Er möchte nicht. Ja, du kannst ruhig ein bisschen Holz davon nehmen, aber ich finde das halt blöd, wenn man hier immer irgendwas anpflanzt und immer andere Leute wegnehmen. Nicht jeder fängt selbst dran. Nee, ja, genau. Richtig, jetzt steht nur neben meinem Haus. Zander, wo meintest du denn jetzt? Meintest du hier? Nee, ne? Wo? Wo? Hier. Wo? Ja, pass auf, warte. Wo? Oder meintest du über dem Wasserfall? Early Boy, hast du Knochen? Weiß ich nicht. Ja, wenn du Knochen hast, dann kannst du... Nee, ich will da drüber. Geh mal rechts hoch. Geh mal rechts lang. Wo kommt. Hier? Genau, da lang. Genau, da gehst du jetzt mal hoch. Okay. Was ist das? Da ist Oliver, der schießt. So, und pass auf, wenn du jetzt gleich da oben bist, noch ein. Jetzt will ich schon links gehen. So, da bin ich jetzt, genau, da jetzt hoch. Das war schlecht, Alter. Ich kann Minecraft. Ich kann Minecraft. Genau. Da will ich bauen, genau. Weil wenn du jetzt mal weiter gehst, geh mal nach rechts. Geh mal nach rechts. Nein, links.
Jetzt nach rechts. Da genau, da lang. Und wenn du jetzt gleich rechts guckst, dann kannst du nämlich durchgucken, glaube ich. Rechts gucken. Und? Links. Ach, da in die. Ne, da in dieses Loch. Ja, ist da, ist, kann man da nicht durchgucken? Hier kann man durchgucken, ja. Ja, siehst du, das ist doch mega geil. Und die ganze Optik da unten ist einfach nur mega pornoziös. Weil wenn du mal nämlich jetzt hier hinguckst. Aber dann müsste ich das alles immer aufschichten. Mal wieder, guck mal wieder zurück. Wo bist du? Da, ja, hier oben auf dem Baum. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Wenn du hier so reinguckst. Ja. Oha, dann leuchtet die Sonne so. Was ist denn, wenn ich da oben baue? Das kann auch gehen. Da musst du ja selber wissen. Das war jetzt nur ein Vorschlag, dass du das da unten ein bisschen aufschichten musst. Gesundheit. Ja. Dass du das da unten ein bisschen aufschichten musst, das ist ja klar. Okay. Ja, ja. Ich guck grad mal. Ich brauche jetzt erstmal Erde, um mich da hochzubauen. So. Ja, schön. Jetzt pflanz jetzt nicht random hier hin. Ich werde das, denke ich mal, ich werde hier gleich eine Farm hinbauen. Das ist mir zu blöd so. Weil dann, wenn man nicht hier eine Farm hinbaut, dann sieht man auch vernünftig, dass ich hier pflanze. Kannst du mal bitte kurz gucken, ob du Knochen hast, Early? Ich brauch Birch Wood. Wie noch? Verdammt. Fuck. Was? Oh nein! Ja, ich komme hier nicht nach. Ach, da komme ich noch rum. So. Huh? Hier, was denn hier? Ah, gut. Aber es ist voll weit. Muss mir auf jeden Fall deinen Aufzug nachbauen, der ist ganz cool. Den bauen alle da. Zander ist der Klügste. Ich hab den Aufzug angefangen. Am Anfang meinten alle, der Aufzug ist voll scheiße. Dann haben die Leute sich irgendwelche Treppen gebaut und haben alle möglichen Scheiße versucht und haben dann gemerkt, der Aufzug ist gar nicht so schlecht. Und jetzt hat einfach jeder diesen Aufzug. Was denn mit hier oben? Ja, ist schon sehr hoch, aber ist auf jeden Fall geil. Also du kannst dann halt über mehrere Etagen wollen. Das Schöne ist, dass man hier eventuell ziemlich geil rechts über den Berg so einen Wanderweg zu dir bauen kann, von mir aus. Weißt du, wie ich das meine? Ja, an der Seite, so meinst du? Ja, genau, die ganze Seite lang. Könnte man einen richtig geilen Weg bauen. Und also ich finde die Stelle gut. Hier oben ist PogChamp Media. Hier müsste man dann ein bisschen auf... Dann könnte ich so in den Berg quasi... Oh. Ja, also PogChamp Media kann nicht sagen, dass das in deren Territorium liegt. Also von daher... Du musst halt nur schwimmen, ja, ne? Ja, ich habe ein Achievement bekommen. Was ist das für ein Achievement? Ich habe eine Workbench gebaut. Oh, wow, was, Junge? Läuft bei ihm. Du bist richtig hart drauf. Dann, ich weiß nicht warum, aber die Bäume wollen hier nicht wachsen. Die Bäume wachsen ja nicht, weil da, glaube ich, Blätter drüber sind und der ganze Scheiß. Vielleicht. Jetzt habe ich keinen Baum mehr. Was hast du nicht mehr? Ich habe gerade 1,5 Stacks Bomben mir verballert dafür. Ist nichts gewachsen. Doch, nicht ernsthaft. Wofür? Du hast jetzt nicht ehrlich. Ich wollte gerade sagen, du machst keine Scheiße. Aber ein halber Stack ist schon draufgegangen. Ein halbes Stack. Ja, so, ich guck mal, wie ich das begradigen kann hier. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Sander, was meinst du? Soll ich hier oben drauf bauen? Oder soll ich so halb in den Berg bauen? Weil da musst du selbst entscheiden. Du kannst das ja, glaube ich, relativ Early gut von Early Boy, bitte. Ich bitte dich darum, dass du bitte dir einfach mal ein eigenes Feld und eigene Sachen anlegst, damit du nicht immer das zu allen möglichen Leuten gehst. Das mache ich gerade für dich. Ich will die Sachen wiedergeben. Ich will die Kram nicht haben. Ich will keine Karotten. Warum nicht? Ich mag Karotten keine sind Karotten. Sind Tool. Nein, nicht Tool. Early Boy geht immer hin und klaut immer von allen möglichen Leuten den ganzen Stuff. Überhaupt pass auf, nicht. Ich würde aber sagen, dass wir einfach an dieser Stelle schon mal einen Cut ziehen, weil sonst wird die Folge bei mir auf jeden Fall zu lang. Ich weiß nicht, ob du Klängern noch ein bisschen aufnimmst oder du Early. Ich habe auf jeden Fall in dieser Folge ziemlich viele gute Ideen gesammelt, weil ich werde auf jeden Fall da unten eine Baumfarm hinbauen. Das heißt, ich werde hier so einen kleinen Weg hinbauen. Und das passt auch ziemlich gut zu meiner geilen Terrasse, die ich hier hinbauen möchte. Die wird so ein bisschen überhängen, dann werde ich hier unten so eine kleine Baumfarm hinbauen. Und ich werde einen kleinen Gang anlegen, damit ich so ungefähr auf diese Ebene komme, damit ich von hier aus dann zu Klängern rüber kann. Und ja, alles weitere müssen wir dann mal gucken. In der nächsten Folge den Raum da hinten werde ich auch weiterbauen. Das kann nämlich hier richtig cool machen. Das mache ich mal ganz kurz eben hier, das, was ich angefangen habe. Und zwar das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei mir auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und Ja. Dann werde ich hier alles aufschichten oder abbauen und dann gucken, genau, dass ich eine Verbindung zu Zander mache und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Genau, schaut auf jeden Fall bei Klängern vorbei, der jetzt gerade heute seine erste Folge neu angefangen hat. Und bei beim Early Boy, Dankeschön. Und natürlich auch beim Early Boy, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss. Tschüss.